Moin, nach einem Jahr und 4000 Kilometern möchte ich euch heute mal ein kleines Fazit mit der 3-Eye-View geben. Also kurz gesagt, ich bin super zufrieden, ich habe mich an die Brille gewöhnt und will es auch nicht mehr hergeben. Aber ein paar Kleinigkeiten gibt es, die ich wahrscheinlich anders gemacht hätte. Kommen wir jetzt mal zur Brille. Also der Spiegel könnte ein bisschen fester sein, weil wenn er, sagen wir mal, man fährt im Wald, der Trail ist etwas ruppiger, dann kommt es schon mal dazu, dass sich der Spiegel etwas verstellt. Er lässt sich gut wieder justieren, aber ich sag mal, ein bisschen fester könnte er meines Erachtens sein. Von der Größe her passt alles. Ich habe mich auch sehr daran gewöhnt, also wenn ich die Brille mal nicht anhabe, macht mein Kopf schon immer diese Seitenbewegung, um zu schauen, ist da hinter mir was? Weil ich finde es im Straßenverkehr so wie im Wald super. Im Straßenverkehr, es ersetzt natürlich den Schulterblick nicht, aber bevor ich mich umdrehe, kann ich schon mal schauen, muss ich mich überhaupt umdrehen. Wenn ich schon sehe, da ist ein Auto, dann brauche ich auch gar nicht mehr gucken. Wenn ich natürlich nichts mehr sehe, mache ich nochmal einen Schulterblick, sehe, da ist nichts und kann abbiegen oder was auch immer ich machen möchte. Im Wald finde ich das Ganze auch gut, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und der eine oder andere vielleicht auch etwas zu langsamer ist, kann man auf Stücken, wo es jetzt nicht mehr so ruppig ist, mal ganz kurz gucken, sind auch alle da, müssen wir warten, müssen wir Tempo runterdrosseln, auch das wieder, bevor ich den Kopf drehe. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu, immer wenn ich Videos zu dieser Brille mache, fahre ich Berge hoch. Na egal, fahren wir halt langsam hoch. Was würde ich anders machen? Da ich die Brille das ganze Jahr nutze, würde ich eine Fotochromatik nehmen. Denn die blauen Gläser sind natürlich in der Sonne geil, super, aber sobald natürlich im Winter ein bisschen Dämmerung ist, ist das blaue Glas natürlich nicht so gut. Verständlich. Deswegen würde ich tatsächlich mir als Hauptbrille die Fotochromatik nehmen und als zweite dann Gläser in Blau, Rot, Gelb, was man für eine Vorliebe hat. Die Qualität finde ich auch sehr gut. Also beschlagen tut hier nichts bei jeglichem Wetter. Und die Brille, ich blende mal ein, die Kratzer, hat schon einige Schläge abbekommen. Entschuldigung, da waren Personen, die musste ich erstmal überholen. Das wäre sonst blöd fürs Video gewesen. Zur Qualität muss ich auch sagen, die Brille hat bei mir sehr viele Äste schon abbekommen. Bin auch einmal ziemlich fies mit ihr hingefallen, wo ich die Brille quasi durch den Dreck hatte. Also bin im Gesicht aufgekommen. Sie hat Kratzer, ja. Beeinträchtigt aber komplett meine Sicht nicht. Also man sieht sie, wenn man die Hand hat. Wenn ich sie an habe auf dem Kopf, alles passt. Wunderbar. Alles in allem würde ich sagen, nach einem Jahr, ich würde sie definitiv nochmal kaufen. Nur diesmal, wie gesagt, als Hauptbrille in Fotochromatik. Ich denke mir auch, die Gläser werde ich mir demnächst nachbestellen. Und hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Und bis demnächst.